mal ganz kurz jetzt ins. Erstens hier ins Nellys Bar rein. Aber der Knopf fehlt auch noch, ne? Okay, wir brauchen noch den Knopf. Und wir brauchen noch Münzen. Knopf und Münzen brauchen wir. Der wird doch ein bisschen Bargeld da haben, oder nicht? Warum hat denn der kein Bargeld dabei? Okay, auf in den Kampf. Scheiße, es sind noch mehr Viecher. The Dance Company. Ich warte nur drauf, dass da irgendwas mal dahinter ist, was uns irgendwie was bringen könnte. Happy Burger. Die Schuhe, was sind das für Schuhe? Apropos, warte mal ganz kurz. Okay, ist tot. Was ist mit Bargeld? Du brauchst Münzen, um das da einzuwerfen. Ich kann hier leider nicht meine Kreditkarte reinschieben. So gern ich das auch machen würde. Da bin ich raus. Schuhen kenne ich mich nicht aus, da bin ich nicht raus. So, ich glaube, das Ding müsste auch tot sein. Oder es war schon tot gewesen. Wollen wir die ziehen? Spürst du den Heißhunger? Kannst du einfach nicht anders greifen zu. Happy Burger, wir geben dir, was du brauchst, auf den Sprung. Alle unsere Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Ich bin jetzt gerade aktuell irgendwie nicht so in Stimmung. Ich habe zwar echt Kohldarm, aber ich bin gerade aktuell nicht so ganz in Stimmung, jetzt einen Burger noch zu essen. Du warst tot gewesen. Ich habe auf dich eingetreten. Potzi. Wie viele von denen noch? Hallo.
keine Injektion, oder? Ja. Gut, dann können wir uns mal ganz kurz hochhalten. T wie tot, G wie ganz tot. Irgendwas übersehen. Kann ich irgendwas öffnen damit? Nee, ne? Nee. Okay, Burgerladen, check. Hin. Soul Street Apartments, genau, da wohnt ja dieser komische Typ von, wo die, ne, von den ganzen Berichten. Großmarket müssen wir auch noch gehen. Ach du Scheiße, ey. Lang. Und da sind die Apartments. Warte mal, kommen wir da irgendwie aufs Dach hoch? Ach, komm on. Ich hätte keine Pistole. Ah, fick dich. Das sieht nach einer Tür aus, die wir öffnen können. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier sonst eigentlich noch? Nix noch. Noch eins von diesen Drecksviechern. Thank you.
Drecksviecher sind das, ey. Ich sag's euch. Absolute Drecksviecher. Ey, das gibt es doch nicht. Mann, ich weich doch schon aus. Ich hole mal eine Injektion rein. Komm, sei da bitte jetzt im Wohnwagen irgendwas Heilmäßiges drin. Sehr gut, ohne Schusswaffe. Alles, was mir diese Stadt je gebracht hat, ist Schmerz und Leid. Fuck. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Apartments rein. Und schauen uns da mal um. Das sind wieder irgendwelche Viecher. Alter! Das Game ist echt hart. Also auch dafür, dass wir noch nicht gestorben sind, aber es ist so von diesem Angriffsmuster von den Gegnern ist es schon echt nicht ganz so einfach. Da ist Resident Evil, finde ich, um Welten einfach, aber liegt wahrscheinlich daran, dass man halt sofort Schusswaffen hat. Und die Viecher. Auf Distanz halten kann. Oh. Da komme ich nicht rein. Drecksvieh. Schieben, schieben, einfach schieben. Boah, mein Auge fängt schon wieder an zu zucken, wie blöd. Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel dagelassen. Er sagt, es tropft durch die Decke. Das sollten wir uns mal ansehen. Okay, Apartment-Schlüssel für Nummer 5. Check. Das kann man schon mal, soweit schon mal aufsperren. Oh, mal hier mal einen Plan. Wir sind da Nummer 1. Okay, Nummer 5 ist ein Stockwerk 2. Okay. Jetzt schauen wir nochmal hier, ob... Okay, in 2 kommen wir nicht rein. Nummer 3 auch nicht. Hier auch nicht. Aber die Tür ist offen.
Oh, eine Injektion. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Revent mal 3, 48 und 20, Pyrolumin. Das ist ganz schön teuer hier. In der Apotheke. Aber gut, ganz ehrlich, so wie es hier abgeht, wundert es mich nicht, dass es hier keine Krankenversicherung gibt. Da geht ja die Krankenversicherung pleite. Ist für mich kein Wunder. Sage ich so, wie es ist. Hier wundert mich echt gar nichts mehr. Nummer 8 kommen wir nicht rein. Nummer 7 kommen wir hier unten rein, wahrscheinlich. Es kommt definitiv aus diesem Apartment. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe es Ihnen schon 100-mal gesagt. Warum unternehmen Sie nichts? Es ist unerträglich. Ich spüre, wie es in meine Haut eindringt, sich in meine Lunge drängt. Was genau? Eine Leiche oder? Vor allem vom Nebenapartment. Haben wir das schon mal aufgesperrt? Ist das Apartment? Ne, ist nicht Apartment 5. Okay, hier kommen wir gar nicht rauf. Letzter Raum. Bleibt uns nur dieser hier. Raum Nummer 5. Naja, muss ich mir nicht sagen, ich arbeite ja selber in der Medizinbranche. Ich weiß schon, wie die ganzen Leute so ticken. Gibt's aber soweit aus sonst nichts. Ach du heilige, heilige Scheiße, ey. Naja, aber den Amerikanern sieht es natürlich auch mit der Krankenkassenthematik natürlich auch komplett anders aus. Okay, leider kann ich nicht runtersetzen lassen. Wie hier in Deutschland. Hier in Deutschland bist du ja Krankenkassen pflichtig. Bist ja eigentlich verpflichtet, eine Krankenkasse zu haben, egal ob privat oder gesetzlich. So was hast du in Amerika natürlich nicht. Ich glaube, da gibt es dieses
diese Pflicht gar nicht. Und genau hier kamen übrigens die Schritte raus, ne? Ach du Scheiße. Okay, auf dem Weg kommen wir so zumindest schon mal nicht mehr zurück. Oh, da ist wieder so ein Schmodder. Und dann kam sie und wusch all meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt im Texas, dann gehen wir. Es geht nur durch die Schmoddertür. Alter, sag jetzt nicht, wir müssen da durchschauen, unsere Hand oder sowas durch. Nein, nein, du bist ein Idiot. Ich will es nicht machen. Die Taste Nummer 2. Ich will gar nicht gerade wissen, wo wir reingefasst haben. Ich will es nicht wissen. Noch Kleingeld. Wir haben zu 100% irgendeine Leiche reingefasst. Alter, was für eine kranke, kranke Scheiße, ey. Okay. Da geht's nicht runter. Ja, perfekt, ist auch wiederum so eine Ansichtssache.